Dann mal weiter mit den Nachrichten. Das waren die sechs Transporter auf Wallaby, die hatten wir schon. Deine Raumstation bei Simple 2 hat zwei neue Schiffe Kreuzer gebaut, okay. 20 neue Schiffe Langstrecke 2. Und ein super Treibstoff. Ja, sehr schön. Das wird dann. Wie war nochmal die Benennung? Erster Job, dann der Planet. Du, super Treibstofftanker, sammel dich mal mit Langstrecke 20. So. Name. Transport. Simple. Richtig. Transport Simple, Simple Verteidiger, Minenleger Simple. Da ist doch ein Haken drin. Warum hast du Planetennamen zuerst? Verteidiger Wallaby. Verteidiger Lips. Ah ja, okay. Ist nur der eine. Das heißt, du umbenennen. Nein, nicht sammeln. Du umbenennen. Steuerung X, Steuerung V sind mein Freund. Okay. Also, Simple hat jetzt Transport, Verteidiger, Minenleger. Oh, was mit den Verteidigern hier? Du sammel dich mal mit den Verteidigern. So, 20 Verteidiger Laser 1 Kreuzer und 38 Laser 2 Fregatten. Also 20 größere Schiffe und 38 etwas kleinere. Die richtig, richtig großen Schiffe können wir noch nicht bauen. So, also das hätten wir auch. Nächste Nachricht. Tech Level 8 und Antriebe. Wir können jetzt nichts Neues bauen anscheinend. Dafür haben wir ein Handelsschiff. Und das fliegt vom unteren linken Kartenrand aus hier so hin. Wie schnell? Mit Warp 9. Das dauert also eine Weile. Ich zoome mal ein bisschen raus, um besser abschätzen zu können, wo er hinfliegt. Also. Da. Bei Klein vorbei. Wir brauchen mindestens 5000 Ressourcen. Die können wir von Wallaby schicken. Oder hat Klein irgendwas? Klein hat. Nö. 200 Kilotonnen, das reicht nicht. Nee, Wallaby. Transport. Wallaby benutzen wir nicht. Den wollen wir behalten. Wir bauen extra dafür eine kleine neue Flotte. Und zwar brauchen wir. Gucken wir kurz. Transport Wallaby hat 10 Langstreckentransporter. Da passen nur 25. Ja, 2500 Kilotonnen rein. Das heißt, wir bauen jetzt nochmal bei Wallaby 20 Transportlangstrecke, genau. 20 Stück. Das dauert 2 Runden. Dauert immer noch 2 Runden. Das ist aber okay. Denn das Schiff von da unten braucht 1, 2, 3, 4, 5 für einen halben Bildschirm. Also hier bis hier oben 15 Runden ungefähr. Rechnen wir lieber mit 13. Das heißt, 2 Runden brauchen wir jetzt, um das Ding zu bauen. Hätten wir immer noch 11, 12. Wie lange brauchst du bis dahin? 8 Runden mit Warp 7 und wir könnten auch mehr Warp nehmen. Ja, sehr gut, das passt zeitlich also soweit so gut. Den Befehl nehmen wir gleich wieder raus. Und zoomen bitte nochmal wieder näher ran. Ja, also den Händler müssten wir wischen, wenn er nicht den Kurs wechselt. Gucken wir mal ganz kurz, was das hier noch für rote Dinger sind. Du fliegst nach Nickel, Nickel ist leer. Du fliegst dahin, das Ding ist auch leer. Ich finde es nicht so gut, dass. Warum fliegst du nach Fickhol? Doppelklick. Die haben den Kurs gewechselt anscheinend. Du, neues Ziel. Du fängst bitte den da ab. In 2 Jahren. Können wir das schneller machen? Jo, in einem Jahr. Er braucht ja zwar fast seinen ganzen Treibstoff und wird ewig lang nach Hause brauchen. Na, Warp 8 reicht auch, sehr schön. Also du fängst diesen einen, was auch immer das ist, ab. Den einen Transporter. Und der sieht anders aus als der da. Sind aber beides Privateers. Grizzly Lama. Okay. Na gut, wir sollten auf jeden Fall erstmal gucken, was bei Klein passiert ist. Unsere Kolonisten sind ja alle da angekommen. Und wir haben hier auch Transport Langstrecke. Nur 3 Langstreckentransporter. Die haben den Auftrag, nach Hause zu fliegen. Den haben sie aber doch letzte Runde schon bekommen, oder? Warum sind die jetzt wieder?
Egal, ich frage nicht nach, die fliegen jetzt einfach weiter. Noch irgendwo, ja, da sind noch vier rote Raumschiffe. Mit Warp 5, das ist nicht besonders schnell, auf dem Weg hierhin, nach Deniken. Der Bericht ist 62 Jahre alt. Aber ja, die können wir auch mal kurz abfangen. Verteidiger Aquarius, darauf, ein Jahr, sehr gut. Da ist noch ein rotes Dreieck. Ein Schiff auf dem Weg nach Deneb. Deneb hat Verteidiger. Nee, jo. Auch wenn die noch nicht Verteidiger heißen. Du sammel dich mit Zerstörer. Okay. Und benenn dich mal um in Verteidiger Deneb. Also es ist zwar eine tierisch kleine Sache mit diesen Namensgebungen. Verteidiger, Angriff, Transport und was weiß ich. Aber ich bin da irgendwie richtig stolz drauf. Das hilft der Übersicht doch schon ziemlich. So, Barbecue. Barbecue baut Fabriken. Fertig in 5 bis 28 Jahren. Können wir das irgendwie ändern, indem wir Bergwerke bauen? Nö. Ah, hier müssten eigentlich Kolonisten hin. Wir haben 5300 und es steigt jede Runde um 500. Aber ja, wir wollten uns den ganzen Kleinkram eigentlich gar nicht kümmern. Wir wollten uns auf die großen Planeten konzentrieren. Gut, weiter im Text mit den Nachrichten. Es fand eine Schlacht gegen Trizoids statt. 11 deiner Streitkräfte zerstörten ohne eigenen Schaden die feindlichen Flotten. Wo war das? Achso, hier oben. Ja, okay. Weiter. Langstrecke 21 hat Klein erreicht. Hat die ganzen Kolonisten abgeladen. Deine Truppen haben die Russians-Kolonisten auf Klein besiegt. Die kontrollierst diesen Planeten. Okay. Automatisches Terraforming. Deine Flotte, die du mit Zerstörer 1 leicht verfolgt hast, scheint sich hinter Fikul versteckt zu haben. Oh, Bummer. Die hier, wo ich dachte, die hätten das Ziel verloren, haben das wohl nicht verloren. Die Flotte ist einfach hier irgendwo untergetaucht. Auf Fikul. Also, Notiz an selbst. Wenn wir später unsere Angriffsflotten auch aufstellen, momentan haben wir nur Verteidigungsflotten, wenn wir unsere Angriffsflotten aufstellen, die auch alle den besten Antrieb haben, unbedingt auch mindestens ein Scout dabei mit reinstecken. Also wir designen am besten Angreifer, normale Angreifer und in ein Schiff, das immer nur einmal vorhanden ist pro Flotte, das dann sehr guter Scout ist, damit wir keine Ressourcen verschwenden, weil wenn wir allen Schiffen Scanner geben, dann verschwenden wir die ganzen Ressourcen. Wir brauchen ja nur einen und nicht 100. Ja, aber dass wir einen Scanner haben, damit wir auch die Planeten scannen können, damit die Berichte einigermaßen aktuell sind. Weil eventuell ist auf Fikul schon ein gegnerischer Planet. Oder der Planet ist ein gegnerischer Planet. Und wir sehen es nicht, weil er keine Scanner hat. Das ist nicht so schön. Aber gut. Die hatten wir alle schon. Nächste Nachricht. Raumstation bei Wallaby wird alle Aufträge erfüllen. Ich denke nicht. Wir haben ihm gerade ganz viele Langstreckentransporter im Auftrag gegeben. Dann gucke ich nochmal ganz kurz auf die Forschung. Transgalaktisches Triebwerk. Jo. Und danach Interspace 10. Da ganz unten hätten wir Trans da. Ja, wir bleiben erstmal hierbei. Dauert eh nur ein Jahr. F9. Drei Schlachtaufzeichnungen. Und ich sehe da 6 Gegner und... Achso, da sind wir auch noch. Okay. Also, gehen wir mal durch. Zerstörer 1 hat alle Befehle ausgeführt. Verteidiger Aquarius hat alle Befehle ausgeführt. Transporter Aquarius hat alle Befehle ausgeführt. Oh, ich sehe da Raumschrott. Transporter Aquarius, du fliegst bitte mal dahin. Auftrag. Eigentlich Schrott einsammeln. Ich hoffe mal, das macht er automatisch. Ah, wir haben schon wieder das Problem, dass wir jetzt auf die Verteidiger zufliegen und nicht zu dem Raumschrott. Das muss ich extra nochmal irgendwie nachgucken, wie das funktioniert. Wir fliegen jetzt einfach mal genau dahin, wo die Verteidiger sind. Lassen die Verteidiger auch da stehen und hoffen dann einfach, dass die Transporte dann automatisch einsammeln. Gut, nächste Nachricht. Auftragsliste auf Kleines leer. Flotten im Orbit, Russians. Oh, ja. Die haben anscheinend gewonnen gegen unsere paar Verteidiger da oben. Wir würden gerne bauen Fabrik. Bergwerk. Und du kannst dich dann in 2 Jahren wieder melden. Hier kommen noch ein paar mehr. Dann noch wieder Fabriken. Und danach wieder Bergwerke. So. Also anscheinend haben wir die Schlacht hier schon mal verloren. Gucken wir gleich mal. Wir haben 17 neue Transporter in Wallaby gebaut. Ist okay.
Wir haben Tech Level 9 Antrieben erreicht. Können jetzt das transgalaktische Triebwerk bauen. In einer Raumschlacht wurde weder deine Flotte Voyeur noch Silent Mule zerstört. Einmal zeigen, bitte. Oh, Nikola hat keine Verteidigung, sondern nur den Voyeur. Und Silent Mule ist dann wohl... Oh, Silent Mule ist dieser Transporter, der hier angekommen ist. Der aber anscheinend nicht auf Nikola landen will. Sondern weiterfliegen. Wo auch immer hin. Na gut, weiter. In der Auseinandersetzung wurden weder deine Flotte 5 Zerstörer noch Bristle Lama vollständig vernichtet. Warum denn das? Zeige. Lauter Torpedotreffer. Eine Runde zurück, bitte. Ne, hier war eine Runde zurück. So, du. Schaden. Ein Schadenspunkt. Eigentlich, das war andersrum. Ein Schiff hat 35% Schaden. Okay, dann greifen wir nächste Runde einfach nochmal an. Wie war das? Du sollst Bristle Lama angreifen. Ah, so können wir das Ziel wechseln. Unsere Transporte bei Equeus. Du, Transport, hier. Oh, wir können das Trümmerfeld so nicht auswählen. Aber sobald sie da angekommen sind, können wir das Trümmerfeld als Ziel auswählen. Das ist schon mal gut. So, nächste Nachricht. Es fand eine Schlacht gegen Trizuit statt. 41 deiner Streitkräfte zerstörten ohne eigene Verluste alle feindlichen Flotten. Das war hier. Das war die Verteidigerflotte von Equeus. Ja, das war abzusehen. Und keine weiteren Nachrichten. Was ist denn bitte schön hier unten passiert? Achso, es sind 6 unserer Schiffe, ne? Und das Bristle Lama, ja. Das können wir wiederholen, das ist kein Problem. Noch irgendwas Neues. Ich sehe hier oben wieder ein kleines Schiff. Das anscheinend nichts macht. Verteidiger Nether Region. Wollen wir die mal kurz darauf schicken? Auf den einen? Nee, komm, der kann nichts machen. Wir sollten uns nicht so von Kleinigkeiten aufhalten lassen. Hier sind noch die Leute unterwegs. Was macht unser... Oh, hier ist noch ein Händler. Aber den erwischen wir nicht mehr. Wallaby hat ja erst 17 oder so von den Transportern gebaut. Genau. F9. Eine Schlachtaufzeichnung. Der geheimnisvolle Händler hat den Weg geändert. Ist das unserer? Es könnte unser sein. Nee, das ist unserer. Der fliegt jetzt hier Richtung Klein. Aber der andere sieht auch nicht schlecht aus. Einmal runter bitte. Weiter nach rechts. Weiter nach oben. Der da. Wo fliegst du genau hin? Das sieht mir noch fast aus wie Kiche. Und wie schnell bist du? Warp 10. 1, 2, 3, 4, 5. In 6 Runden ist er hier ungefähr. Kiche hat eine Transporterflotte, oder? Nee. Das war irgendwie klar. So, du. Du sammelst dich kurz mit den anderen. Wenn wir das auch erledigt haben, du bist Minenleger Kiche. So, hier haben wir keinen Transporter, weil wir gerade dahin geschickt haben. Das heißt, wir nehmen unsere Simple Transporter, 20 Stück. Sehr gut, die müssen wir gleich nochmal neu produzieren. Und schicken die... Erstmal müssen wir jetzt 5000 Tonnen Erz draufpacken. Wovon haben wir am meisten? Boranium. So. Germanium kann man noch ein bisschen reintun. Ein bisschen davon. So. Also okay. Wow. Ja, ist okay. Dafür kriegen wir Hightech-Zeug. Das ist super. Und du fliegst jetzt bitte dahin. In 5 Jahren. Oder wollen wir gleich auf Abfangkurs gehen? Das ist mir eigentlich zu unsicher. Nee. Naja, komm doch, wir können nicht jedes Mal extra so manuell berechnen müssen. Wir klicken einfach jetzt auf den Händler. Und da sollst du hinfliegen. Mit Warp 7. Und dann gucken wir nächste Runde, wie sich das verändert mit der Bewegung. Also, nächste Nachricht. Zerstörer 1 ist befehlsgemäß einer Flotte gefolgt und wartet jetzt auf weitere Anweisungen.
Wie jetzt? Du sollst sie angreifen. Willst du mich veralbern? Du hast doch hier als Ziel Bristle Llama. Abstoßen? Nein. Das ist komisch. Es gibt keinen Auftrag für Angreifen. Aber ich glaube, so hatten wir es im Tutorial gemacht. Also hier auswählen, Bristle Llama und dann ist gut. Vielleicht wiederholen. Okay. Transporter Equipment hat alle Befehle ausgeführt. Ist jetzt also auf dem Trümmerfeld. Du wählst jetzt bitte hier das Trümmerfeld aus. Und Transport. Wir machen mal keinen Auftrag. Sondern wiederholen. Und gucken wir, ob das funktioniert. Ist ja alles eine Lernphase hier. Wir haben 3 Langstrecken gebaut, das ist sehr gut. Die werden gleich mal zusammengelegt. Sammeln. Transportlangstrecke. Okay, jetzt haben wir hier 20 Transporter, die wir nicht wirklich brauchen. Aber die können wir nach Simple schicken. Der hat seine hier gerade weggeschickt. Oder wird sie gleich wegschicken. Weiter. Ah. In der Auseinandersetzung wurden weder seine Flotte 5, Zerstörer leicht, noch Bristle Lee vollständig vernichtet. Ah, also hat er sie doch angegriffen. Ich dachte schon, da wäre was komisch gelaufen, aber gut. Also er greift sie wohl doch an mit dem Befehl hier. Man muss nicht wiederholen unbedingt drücken. Aber er hat sie wieder nicht geschafft zu vernichten. Was ich wirklich komisch finde, weil das sind 5 Flieger mit irgendwelchen Beta-Torpedos oder so, wie das sind. Achso, er hat nur einen. Und 2 Laser ist noch das ganz alte Modell. Aber trotzdem 5 davon gegen einen waffenlosen Transporter. Und sie schaffen das nicht innerhalb von 3 Jahren, den zu vernichten. Ja, Wallaby wird alle Aufträge abschließen. Ja, okay. Du brauchst noch ganz viele Fabriken. Hinzufügen. Okay. Und das war's an Nachrichten. Simple. Simple hat die Transporter gebaut. Hat nächste Runde die, oder in den nächsten Runden kriegt er die 20 Transporter von Wallaby. Das heißt, er braucht noch einen neuen Supertreibstofftransporter. Und kann noch ein paar Bergwerke und ein paar Dingens gebrauchen. Also 1, 2, 3, 4, 5. Fabriken, schon ein paar mehr. So ungefähr. Das passt schon. Okay. Noch irgendetwas. Ich sehe hier jede Menge rote Dreiecke. Das sind aber alles nur... Oh, ein Kolonisierungsschiff. Nach Nickel. Ich weiß nicht, was wir da machen sollen. Das wäre jetzt wahrscheinlich ein super Krampf, wenn wir jedes Mal versuchen würden, die davon wieder zu vertreiben. Also es wäre für uns taktisch günstig, weil wir verschwenden dadurch keine Ressourcen. Eher schon, dadurch sind wir in einer stärkeren Position. Aber es ist halt so viel Klickarbeit. Das heißt, es wäre einfacher, wenn wir alle kolonisieren würden. Was ich aber eigentlich gar nicht wollte. Wir könnten einfach auf jedem Planeten eine Flotte hinschicken. Ich glaube, das ist mit am einfachsten. Wallaby, was hast du noch so zu tun? Du baust die 150 Fabriken. Okay, dann baust du mir 150 Fabriken. Und das braucht eine ganze Weile. Nee. Okay, Simple, du hast nichts zu tun. Oder fast nichts. Du baust deine ganzen Treibstofftransporter, Bergwerke und Fabriken. Danach das nicht, sondern du baust bitte Kreuzerverteidiger Laser. 5 Stück. Und danach nochmal. Kann ich die irgendwie anders deklarieren? So, nach oben. Also ich habe jetzt 2-mal Kreuzerverteidiger 1. Ich hoffe einfach mal, dass er dann 2 separate Flotten ausspuckt. Damit es für mich einfacher zu handhaben ist. Also ja, ich könnte auch einfach alle auf einmal bauen und dann teilen und so weiter. Aber ich will mal gucken, ob das so auch funktioniert. Ups, das war nicht zu viel. Also jetzt nochmal die... Nach oben. Also wir produzieren hier immer so kleine Fünfergrüppchen. Die schicken wir auf jeden Planeten, die er versucht zu besiedeln. Um halt die Transporter abzufangen. Gar nicht mal, um das für uns zu schützen, weil ich will die Planeten noch gar nicht. Aber nur damit er sie nicht bekommt und sich somit auch nicht ausbreiten kann. Weil wenn wir die ignorieren sollten, dann hätten wir später auf jeden Fall ein Problem, denke ich mal. So, wir sind aber durch. F9.
Eine Schlachtaufzeichnung. Zerstörer leicht hat befehlsgemäß die Verluste verfolgt. Ein Supertreibstofftransporter. Und wir haben den Bristly Lama endlich vernichtet. Sehr gut. Das heißt, die haben jetzt gar keinen Auftrag. Und Scurvy ist wirklich... Nee, Scurvy wurde gerade kolonisiert. Von 51.000 Bevölkerung. Also wir könnten jetzt wieder unsere Bevölkerung dahin schicken. Und wir haben ja auch eigentlich recht viel. Aber es ist mir eigentlich zu schade. Wir sollten, sobald wir unsere neuen Antriebe haben, also die richtig guten Antriebe, die eh nie besser werden, doch wieder Bomber designen und die dann immer dahin schicken. Damit wir unsere Kolonisten nicht verlieren, die deren aber schon. Das heißt, die Kolonie lassen wir jetzt erstmal in Ruhe. Und du wirst es nicht schaffen, die da schnell genug abzufangen. Wo ist unsere Flotte hin? Nee, nicht zeigen, du sollst V. Achso, die ist direkt auf Scurvy drauf. Ah, okay. Da noch ein Transporter, da noch eine Kapsel. Ich glaube, ich fange mal die Kapsel ab, damit sie nicht schon wieder irgendeinen Planeten kolonisieren. Also, Zerstörer 1 leicht. Warum wird der Bristly Lama da wieder angezeigt? Ist das schon wieder einer? Du... Du zerstör mal das da. Du kannst nicht nur ab 7. Nee, komm. Die Samenwolke lassen wir in Ruhe. Du bleibst jetzt da und versuchst einfach jede Runde irgendwas abzuschießen, was dir vor die Flinte kommt. Bristly Lama zum Beispiel. Du kolonisierst den kleinen Planeten da. Wobei ich mich nicht immer von der Größe ablenken lassen darf. Die sind nur für uns so klein. Das hat mit der wirklichen Größe nichts zu tun. Für die können das riesig grüne Planeten sein. Und sie könnten sich da Tiere schnell ausbreiten und Tiere schnell irgendwas bauen. Nee. Aber ja, dafür produzieren wir schon die Flotte hier drüben. Barbecue hat nichts, Klein hat auch nichts. Nächste Nachricht. Muspel wurde durch Terraform automatisch verbessert. Das war's dann auch schon. Wo war Muspel? Koto? Ach, da oben. Hier haben wir wieder eine kleine Fünferflotte. Die auf dem Weg da unten hin ist. Aber ich habe jetzt keine Lust, immer unsere Verteidigerflotten loszuschicken. Außer die hier. Die hier darf wieder nach Hause fliegen. So. Also ja, ich habe keine Lust, die Verteidigerflotten immer loszuschicken. Wir warten jetzt einfach, bis wir unsere neuen Antriebe haben. Und dann designen wir endlich die Angreifer. Und mit den Angreifern gehen wir dann auf Jagd auf das ganze kleine Vieh hier. So, F9. Zwei Schlachtaufzeichnungen. Wir haben befehlsgemäß unsere Flotte verfolgt. Das heißt, ihr habt... Oh, hier ist ein Trümmerfeld. Das heißt, hier ist kein Gegner mehr. Sehr schön. Vorwärts. Verteidiger Equeus hat alle Befehle ausgeführt, ist also wieder zu Hause. Voyeur hat alle Befehle ausgeführt. Raumstation hat 4 neue Verteidigerlaser gebaut. Tech Level 10 in Antriebe. Das heißt, wir haben jetzt Terraforming Schwerkraft, bringt uns nichts. Bei Nickel kam es zu einer Schlacht gegen Nies. Weder deine Voyeur noch die feindlichen 2 Einheiten wurden komplett vernichtet. Der Gegner hat 0 Einheiten eingebüßt. Was haben wir denn da? Das ist wie so ein Bristly Lama. Vorwärts. Es fand eine Raumschlachtstadt. Deine Flotte 5 Zerstörer zerstörte Bristly Lama. Okay. Ein Planet unter fremder Kontrolle entdeckt. Snake wird von Russians regiert. Wie viele Russians? Oh, 270.000. Wir sollten definitiv schnell Bomber bauen. Da sind keine Planeten im Orbit, keine Schiffe im Orbit. Ja. Okay, also wir haben jetzt Ziele. Wir haben, Nickel wurde auch wieder bevölkert. Und da sind 51.000, also wir brauchen definitiv Bomber. Also wir schicken dann immer Bomber in Begleitschutz von Kreuzern oder so hin. Und dezimieren dann immer wieder die Bevölkerung, damit sie sich nicht zu schnell ausbreiten. Aber das ist nur eine kurzfristige Lösung. Mittelfristig müssen wir die da unten kaputt machen, weil da kommen die wahrscheinlich alle her. Bevölkerung, Fragezeichen, Fragezeichen. Bericht ist 9 Jahre alt. Okay, wir müssen noch eine neue Drohne designen, die möglichst schnell ist und möglichst gute Scanner hat. Die dann nicht viel kostet, die wir dann immer wieder mal hier hinschicken können. So, was machen unsere Händler? Händler ist immer noch auf dem Weg. Du bist immer noch auf Abfangkurs. Wo ich den Verdacht habe, dass es so nicht klappt. Nee, das klappt so nicht.
Weil der zieht gleich dahin und wir fliegen währenddessen dahin. Oh, ich glaube, den verpassen wir jetzt. Also du bist. Da ist er nächste, übernächste Runde. Da kommen wir aber nicht in zwei Runden hin, oder? 12. Nicht mit der doofen Sonde. Mit denen da. Doppelklick. Nee. Zack, zack. 3 Jahre. 2 Jahre, aber nicht genug Treibstoff. Nö. Also, wenn wir jetzt noch kurzfristig auf Abfangkurs gehen würden, würde es nicht klappen. Das heißt, wir müssen jetzt einfach mal darauf vertrauen, dass das hier mit dem direkten Kurs nehmen doch irgendwie funktioniert. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Aber wir haben es dann wenigstens rausgefunden, dass es nicht funktioniert. Ist ja auch okay. Wir hatten auf Wallaby. Transport Wallaby. Nein. Ich habe den zweiten Händler vergessen. Wir wollten ja noch einen Händler abfangen. Und dafür hatten wir auf Wallaby die Transporter gebaut. Ah, der hier. Es könnte echt eng werden. Wallaby. Bauen wir ganz schnell 20 Transporter Langstrecke und einen super Treibstofftanker. Schaffen wir diese Runde nicht. Das ist doch doof. Aber ja, ich habe die 20 Transporter halt nach Simple geschickt, weil Simple seine losgeschickt hat, um den anderen Händler abzufangen. Nee. Aber na gut, man kann nicht alles haben. Du baust das jetzt einfach. Wir gucken mal, ob wir ihn erwischen oder nicht. Nachricht. Scorpius wird von den Nihilis regiert. Das hier unten sind aber die Hawks, ne? Ja, Hawks. Nihilis. 111.000. Okay. Wir haben definitiv viele Ziele inzwischen. Und das sind nur die nahegelegenen Gegner. F9. Eine Schlachtaufzeichnung. Transporter 14 hat alle Befehle ausgeführt. Ist jetzt in Simple angekommen. Du sammelst dich mal mit dem Treibstofftransporter. So. Und benennst dich um in Transport Simple. Genau wie die hier. Die immer noch auf Abfangkurs sind, aber ihn wahrscheinlich nicht bekommen werden. Nee. Na gut, probiert das weiter. Bei dem Trümmerfeld hier oben tut sich irgendwie nichts. Müssen wir hier Fracht irgendwie einladen? Nö, Ziel ist Trümmerfeld. Wiederholen. Transport, Blitz, laden. Vielleicht. Du hast genug Frachtraum. Okay, probieren wir das so. Ich nehme mal kurz das Trümmerfeld ins Ziel, um zu gucken, wie viel da noch ist. Da ist noch 42 Kilotonnen Ironium, 10 Kilotonnen Germanium. Ist nicht viel, aber ich will die Forschungspunkte haben, wenn es dann welche sind. Und ich würde gerne allgemein lernen, wie das funktioniert mit dem Trümmerfeld aufsammeln. Vorwärts. Kleines abgeschlossen. Das ist gut. Dann bau doch mal Bergwerke. 30 Stück. Fabriken 30 Stück. Bergwerke 30, 40, 50 Stück und melde dich in 10 Jahren wieder. Fertig. 20 Langstreckenschiffe. So, die könnten jetzt theoretisch beladen werden, um den Universumshändler da unten abzufangen. Wenn er in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Runden bei Kleines. Schaffen wir es in 9 Runden dahin? Jo, schaffen wir. Gut, dann warten wir jetzt noch. Nee, wir warten gar nicht mehr. Wir beladen dich. Erstmal gucken, wie viel Erze Wallaby hat. Wallaby hat von allem sehr viel, außer Ironium. Also, Transporter. Du. Davon. Nicht Kolonisten. Nee, keine Kolonisten. Ich glaube nicht, dass die irgendwelche Opfer annehmen. So, schaffst du es jetzt immer noch in derselben Zeit dahin? Ja, du verbrauchst nur mehr Treibstoff. Das ist vollkommen okay. Das heißt, du fliegst jetzt dahin. Und Wallaby hat dann immer noch seine Transporter. Und einen super Treibstofftransporter zu viel. Den sollten wir vielleicht nochmal rausnehmen aus der Liste. Du entfernen. Und dafür noch 10 Transporter Langstrecke hinzufügen. Weil seine momentanen Transporter ja nur 10 Stück sind. Das sind zu wenig. So.
Gut, also den Händler fangen wir anscheinend ab. Mit der manuellen Abfangmethode, nicht mit dem Abfangkurs. Den Abfangkurs testen wir hier, wobei ich da nicht wirklich zuversichtlich bin. So, nächste Nachricht. Wir haben Kreuzerverteidiger gebaut bei Simple. Und zwar einen. 4. 5. 2. Das sind nicht so die Krüppchen, die ich mir vorgestellt hatte. Eigentlich dachte ich, es wären immer 5er-Trupps. Na gut, du sammelst dich mit dem Verteidigerlaser 1. Und du wirst jetzt umbenannt in Verteidiger Barbecue. Okay? Und fliegst bitte dahin. In 8 Jahren, das ist okay. Dann haben wir Kreuzverteidiger Laser, das sind 5 Stück. Du wirst umbenannt in Verteidiger Makro Hard. Du fliegst bitte dahin. Und jetzt haben wir hier noch Verteidiger, aber es sind nur 2 Stück. Da baut er hoffentlich noch ein paar neue. Genau, da baut er nochmal 3. Komm, wir bauen einfach ganz viele und teilen sie jetzt auf, das ist mit 2 Albern. Du baust davon jetzt 43 Stück. Oh, wir haben langsam keine Ressourcen mehr. Okay, du baust davon keine 43 Stück. Du baust noch 20 Fabriken. Das kommt nach unten, so. Und sonst erstmal nichts. Okay. Was macht unsere Forschung währenddessen? Wir haben nächste Runde unser Interspace 10. Und den hier haben wir erst bei Antrieb 23. Das dauert viel zu lange. Also ja, wir forschen jetzt. Was ist denn eine Überdruckmaschine? Erhöht die Schlachtgeschwindigkeit um ein halbes Feld. Okay. Also wir forschen jetzt noch einmal Antrieb, um die beiden zu bekommen. Dann erforschen wir noch einmal Antrieb, um die Überdruckmaschine zu bekommen. Und danach hören wir auf, Antrieb zu erforschen. Weil der nächste Sprung halt 23 wäre und das ist viel zu viel. Gut, das dauert auch noch 2 Runden, das ist soweit in Ordnung. Nächste Nachricht. Wir haben 5 neue Schiffe, das haben wir alle schon. Beauregard ist leer. Du hast inzwischen ein paar mehr Bewohner. Du baust aber noch viel mehr Aufträge. 10, Fabriken, 10. So, weiter. Voyeur noch Blade wurden zerstört in einer Raumschlacht. Oh, das ist aber ein Kämpfer. Auch wenn es anscheinend ein sehr schlechter Kämpfer ist. Weil er nur ganz nah in Nahkampf gehen kann. Da bin ich mal neugierig. Wir können auch die gegnerischen Baupläne angucken. Genau, wir hätten gerne ein Knee Blade. Er hat einen Rambock vorne dran und 2 Lichtphaser. Das ist schon mal nicht schlecht. Lichtphaser ist, glaube ich, die 3. Stufe vom Laser. Was haben wir noch so? Wir haben einen Russians Zerstörer. Haben wir keine Informationen zu. Russians Voyeur bringt uns nicht wirklich was. Hawk mittlerer Frachter bringt uns auch nichts. Was ist denn eine Dragonfly? Oh, Trizoids. Die haben Raketen, aber das sind nur Beta-Torpedos. Und ein Treibstoffmeiser, der nur Warp 4 Minimum fliegen kann und Warp 6 ist Standard. Also wirklich technologisch weit scheinen die alle nicht so zu sein. Crushers? Nö. Nö, das waren so deren Kampfschiffe, die wir bisher gesehen haben. Oh, der Bristly Llama ist nicht nur ein Transporter, sondern der hat auch Waffensysteme drauf. Aber nur Strahlenlaser. Das ist Stufe 2 Laser. Irgendwie habe ich den Verdacht, dass wir schon sehr, sehr mächtig sind. Jedenfalls was die Technologie angeht und die Planetengröße. Na gut. Nachrichten sind soweit durch. Wir haben das mit dem Trümmerfeld in Auftrag gegeben. Wir haben unseren automatischen Abfangkurs. Wir haben unseren manuell berechneten Abfangkurs. Und wir haben unsere Aufträge verteilt. Gut, dann machen wir jetzt mal einen kleinen Cut. Und in der nächsten Folge gucken wir dann mal, was aus den Händlern so wird und aus dem Trümmerfeld da oben. Also, bis gleich.
Okay, dann mal Runde beenden und gucken, was passiert. Klick. Also, das Trümmerfeld sehe ich nicht mehr. Ich sehe unsere Transporter, die dem Händler hinterherfliegen wollen, aber das niemals schaffen werden. Das ist nicht gut. Das heißt, ihr werdet jetzt mal umbenannt in Transport Simple 2 und fliegt zurück nach Simple. Und den gebt ihr auf. 4 Jahre, na gut. Also, Notiz an selbst, niemals automatisch Abfang nehmen. Jedenfalls nicht bei Zielen, die wesentlich schneller sind als man selbst. Was in unserer manuellen Truppe? Die manuelle Truppe ist weiter dahin auf dem Weg. 4 Jahre. Und der Händler ist wo? Händler ist noch ganz da unten. Ja, sehr gut. Also, Nachrichten. 2 Schlachtzugaufzeichnungen. Transport Equeus hat 42 Kilotonnen Ironium geladen. Was? Oh. Also hat es wirklich funktioniert. Man muss also das Trümmerfeld als Ziel nehmen, hier mit dem blauen Diamanten. Gibt jetzt kein Ziel, aber müsste man. Und dann muss man als Auftrag einnehmen, Transport und Blitz einladen. Sehr schön. Also wir haben jetzt das Ironium eingeladen, das Germanium und anscheinend keine Forschungspunkte. Aber gut. Ich weiß jetzt, wie das funktioniert. Das ist mir das Wichtigste. Wir haben 10 neue Langstreckentransporter gebaut bei Wallaby. Die werden jetzt nicht ausgewählt, sondern Transport Wallaby. Und das Fenster ist zu klein. So. Und du sammelst dich bitte mit den neuen Transportern. Und ihr heißt jetzt immer noch Transport Wallaby und seid 20 Stück. Sehr gut. Weiter. Makro Hard ist leer. Dann bau doch mal bitte mehr automatische Fabriken und mehr automatische Bergwerke. Okay. Gegen Nice wurde eine Flotte Voyeur von 2 feindlichen Streitkräften vernichtet. Zeigen. Silent Mule. Da wird bestimmt noch irgendwo ein Angriff. Genau. Was ist das? Blade. Das war der mit dem. Genau. Fertig. Bei Nice. Nee, bei. Wo war das? V. Hier, Nika. Ja. Die beißen sich ja langsam fest. Das ist nicht gut. Was haben wir hier noch? Unsere Zerstörer leicht. Die greifen doch mal Nika an. Weiter. Bei Scorpius kam es zu einer Schlacht gegen Nice. Will dann wohl hier noch die 2 feindlichen Einheiten wurden komplett vernichtet. Okay, das war's an Nachrichten. Was haben wir noch an Sachen, die nicht durch Nachrichten dargestellt werden? Das Trümmerfeld haben wir gemacht. Wir haben hier ein neues Dreieck, aber der fliegt direkt auf Simple zu. Mit einem kleinen Schiff. Das können wir ignorieren. Wir haben hier einen, der zu dem Planeten will, zu Beethoven. Da sollten wir auf jeden Fall auch Flieger hinschicken. Kreuzverteidigerlaser 1. Hatten wir noch was Neues hier gebaut? Simple? Ne, wir hatten nicht genug Erze. Nee. Ja, es ist echt doof. Also unsere Heimatplaneten haben wir nicht besonders gute Erzkonzentrationen. Die sind eigentlich auf 15, aber weil es unsere Heimatwelt ist, wird es auf 30 hochgesetzt. Das heißt, Equeus. Oh, ist auch nicht besonders gut. Haben wir nicht so einen richtig schönen Erzplaneten irgendwo? Wallaby ist okay. Das ist echt nicht gut. Wir haben keine so richtige. Ah, doch hier. Hier haben wir schön viel Ironium und Boranium. Wo ist das? Barbecue. Okay. Also Barbecue wird jetzt unsere Erzanschaffstation. Hat aber nur 47% Wert. Das heißt, wir können nicht so viel davon abbauen. Aber na gut. Andere Sachen, die wir noch machen müssen. Was haben wir hier? Langstreckentransporter, die nach Wallaby zurückgeschickt werden von Klein. Klein baut fleißig seine Bergwerke. Ist okay. Nö, nichts Neues. Was sagt die Forschung? Die Forschung sagt, wir brauchen ein Jahr für das nächste. Gut. F9. 3 Schlachtzugaufzeichnungen. Na gut. Geheimnisvoller Händler hat die Richtung geändert. Ist der nicht gerade noch da lang geflogen? Oder? Ja, der fliegt jetzt mal wieder zurück. Für uns irrelevant. Weiter. Zerstörer leicht hat alle Befehle ausgeführt. Test jetzt auf Nickel.
Transporter Equeus ist wieder in Equeus angekommen, sollte noch sich selber entladen. Das habe ich vergessen, als Auftrag zu nehmen. Also 0, 0, okay. Tech Level 1 in Antrieben erreicht. Wir können Interspace 10 bauen. Wir können Stargate 150 600 bauen. 150 reicht aber trotzdem nicht für unsere Kreuzerverteidiger. Nö, reicht es nicht. 208. Okay. Also unsere Angriffsflieger... Ja, eigentlich unsere Angriffsflieger und unsere Verteidigungsflieger müssten 150 Gewicht nur haben, damit wir halt schnell von Planet zu Planet springen können. Yeah. Aber das müssen wir im Design gucken, sobald wir den nächsten Antrieb haben. Weiter. In einer Schlacht wurde eine Flotte Voyeur von 5 Dragonfly vernichtet. Da oben. Also diese Trizoiden sind hier oben wohl irgendwo. Unten haben wir die Nies, da haben wir die Hawks und hier haben wir die Russians. Das versuche ich mir mal so einigermaßen zu merken. Weiter. In einer Schlacht wurde eine Flotte Voyeur von 2 Asunder von Russians vernichtet. Oh, das ist ein neuer Schiffstyp. Feindliche Baupläne. Russians Asunder. Beta-Torpedos, Beta-Torpedos, Beta-Torpedos. Okay. Weiter. Unsere Voyeure wurden von 3 Blades vernichtet, die kennen wir schon. Also nach und nach wird unser ganzes Satellitennetzwerk ausgeschaltet. Was schon mal kein gutes Zeichen ist. Aber die standen halt alle einfach so im All rum. Die waren auch einfach leichte Ziele. Ein neuer Planet entdeckt, jedoch nicht bewohnbar. Was? Du hast einen neuen Planeten entdeckt, weißt jedoch nicht, ob bewohnbar ist. Buckshot wird ein Geheimnis bleiben, bis du ihn mit einer Flotte mit besseren Scannern besuchst. Wieso habe ich den überhaupt aufdecken können? Da ist gar kein Schiff von uns. Aber die Asunder. Ah, okay. Also wir sind da mit der Drohne hingeflogen. Haben den Planeten zwar entdeckt, aber bevor wir den Planeten scannen konnten, wurden wir von denen hier umgebracht. Das ist auch komisch, aber na gut. Also, zurück zu unserem Imperium. Der macht immer noch seinen Kamikaze-Kurs auf Simple. Der versucht, den da zu kolonisieren. Das finde ich gar nicht toll. Wallaby, mach mal was. Du hast hier 5 Kreuzerverteidiger. Die schickst du bitte dahin. Und zwar in einem Jahr. Der da braucht auch nur ein Jahr. Hä? Na gut, aber ihr werdet jetzt umbenannt. Ihr seid jetzt Verteidiger. Peggio. Und Wallaby baut sich einfach neue. Wallaby, ändern. Wir hätten gerne 1, 2, 3, 4, 5 davon nach oben. Okay. Da ist ein Trümmerfeld, aber... Wow, 106 Kilotonnen Ironium. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Vielleicht sollten wir unsere Angriffstruppen auch mit Transportern ausrüsten, damit wir die Sachen gleich in der Schlacht einsammeln können. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so eine schlechte Idee. Auch wenn die Angriffstruppe jetzt ganz schön groß werden. Also sie haben die eigentlichen Angriffsflieger, sie haben den Treibstofftanker für mehr Treibstoff und für bessere Reparatur und sie haben noch Transporter dabei für Dingens, für Trümmerfelder abbauen. Und warum nicht, können wir auch gleich noch ein Kolonisierungsschiff mitbringen, falls wir tolle Planeten finden und dies und jenes und das. Ah ja, und ein Scout-Schiff für die Scanner. ja. Also wir haben keine Angriffsflotten mehr, wir haben Angriffsarmadas. Nachrichten waren wir durch. Ich wollte noch kurz bei der Forschung gucken, wie lange wir jetzt für die letzte Stufe brauchen. Also die letzte Stufe, die wir machen wollen. 4 Jahre. Können wir das noch ein bisschen pushen? Ja, bringt nicht so wirklich viel. Ne, komm, lassen wir auf 50%. Und danach, was hätten wir danach gerne? Pulsepper, kolloidaler Phaser, der wäre noch ganz schick. Und da sind noch gleich neue Raketen dabei. Also ja, wir nehmen jetzt Antriebe und danach bitte Waffen 2-mal. Und dann können wir wirklich unsere neuen Sachen designen. Hoffe ich mal. Irgendwann müssen wir das ja machen. So, also Konstruktion, danach Waffen, fertig. F9. 3 Schlachtaufzeichnungen. Vorwärts. Verteidiger Agrippio hat alle Befehle ausgeführt. Gut. Wallaby hat 5 neue Schiffe gebaut. Goto, ihr seid jetzt
Verteidiger Wolle B. Obwohl, nee, ihr seid jetzt Verteidiger. Beethoven. Und fliegt bitte nach Beethoven. Wallaby baut neue Verteidiger. Kreuzerverteidiger. 5 Stück. Nach oben. Okay. Nächste Nachricht. Wir haben Forschungslevel 11 erreicht. In Konstruktion. Ah, ich habe mich verklickt. Wir können jetzt eine Galeone bauen. Sehr schön. Das war so nicht geplant. Wir haben eine Samenwolke vernichtet. Das wollte ich nicht. Ich wollte das da lernen. Es gibt irgendwie überall was Interessantes. Hier gibt es halt auch den neuen B-52-Bomber. Aber nee, Antriebe. Wir wollen Antriebe und danach... Danach nicht Gleiches, danach wollen wir Waffen. So. Mann, Mann, Mann. Weiter. Wir haben... Ein Blade wurde leicht vernichtet, leicht beschädigt. Gucken wir mal. Also 5 von unseren schießen los. Wir schaffen es nur, ihn zu beschädigen? Blade tot. Hä? In einer Raumschlacht vernichteten deine Flotte 5-mal Zerstörer, die Flotte Blade nie. Achso, deine Flotte wurde jedoch beschädigt. Okay, 5 Stück, 14 Stück, 14% beschädigt. Das heißt, sie haben nur noch 14% ihrer Lebensenergie oder sie haben 14% Schaden genommen? Okay, so oder so müssen die nach Hause. Du fliegst mal. Das sind auch die ganz alten Designs, ne? Wir kommen, die lassen wir hier, die können ruhig zerschrottet werden. Weiter. Es wurde ein Voyeur getötet von 6 Blades. Da unten. Oh, sind das viele Schiffe. Okay. 165.000. Ja, scheint eine wichtige Welt von denen zu sein. Und das war's mit den Nachrichten. Gut. Du. Ein Kolonieschiff anscheinend. Warp-Geschwindigkeit angehalten. Warum bist du angehalten? Und Transport-Simple fliegt zurück. Ah, sehr komisch. Crusher. Na gut, dich ignorieren wir erstmal. Simple, was machst du? Du baust Erztransformation? Nee. Du baust mal Verteidiger. 10. Ah, du kannst keine 10 bauen. Dann bau 5. So, die schicken wir wieder irgendwo hin. Um den Gegner kurzfristig aufzuhalten. Wallaby hat eh was zu tun. Genau, was macht Equeos? Equeos hat jede Menge Ressourcen. Braucht aber noch ein paar Sachen. Also, entfernen. Liste anfangen. Wir hätten gerne 100 Bergwerke. 100. Wir hätten gerne 200 Fabriken. 100, 200. Und Verteidigung hat er wie viele? 100 von 100, das ist okay. Okay. Nether Region. Du hast 0 Verteidigung. Bist aber noch dabei, deine ganzen Sachen zu bauen. Bergwerke brauchst du allerdings erstmal keine mehr. Entfernen. Und du brauchst 38 Jahre für deine Bergwerke. Ja, okay, mach. F9. 2 Schlachtaufzeichnungen. 5 neue Schiffe Verteidiger. Das jetzt sind nicht die neuen Wallaby-Verteidiger, sondern du bist jetzt mal... du willst zu Arpeggio. Hatten wir Arpeggio nicht schon was hingeschickt? Ja, Verteidiger Arpeggio. Was ist das da? Ho. Ihr seid jetzt Verteidiger Ho. Und fliegt dahin. Und Wallaby baut neue Verteidiger. 1, 2, 3, 4, 5. Nach oben. Okay. Simple hat 5 neue Schiffe gebaut. Was seid ihr denn jetzt mal? Simple hat Verteidiger? Ja, jede Menge. Ja, und dann bist du jetzt mal der Verteidiger von Skynyrd. Okay. Verteidiger Skynyrd.
Na gut, die schicken wir dann gleich los. Jetzt gibt es erstmal einen kleinen Cut. Bis gleich.